Ja, herzlich willkommen im Angestellter RS Erwitz. Mein Name ist Frank Rogge. Ich bin Rico Schmidt. Ja, wie ist das hier alles entstanden? Mehr oder weniger war es ein Produkt aus freundschaftlichem Verhältnis. Ich und Rico angeln schon seit Jahren zusammen, aus der Jugend schon her. Und haben dann irgendwann angefangen, selber Beute zu drehen in einer kleinen Garage. Das haben dann Freunde mitbekommen und die wollten dann auch unbedingt unsere Produkte testen und auch mal angeln. Dann haben wir sie das erste Mal gewerblich vertrieben in einer Nebentätigkeit. Das hat sehr, sehr gut funktioniert und irgendwann dachten wir uns, das kriegen wir mit dem ganzen Nebenjob und Hauptjob nicht mehr hin. Lass uns doch einfach einen Laden eröffnen, wo wir vielleicht auch noch ein paar andere Sachen mit anbieten können für den Raubfischbereich oder Meeresbereich und. Und da haben wir uns gedacht, hey, das Lausitzer Seenland bietet sich einfach dafür an. Und in der Nähe von Senftenberg, also praktisch in Hörlitz, hat sich ein wunderschönes Ladengeschäft angeboten, wo wir unsere Produktion mit unterkriegen, wo wir reichlich Platz für Tackle haben. Und da haben wir uns gedacht, okay, wir machen das jetzt ganz einfach. Ja? Wir ziehen das jetzt durch, bieten das an und es hat super funktioniert und wir wachsen von Tag zu Tag. Ja, unser Laden, der steckt natürlich viele Themenrichtungen ab. Also wir finden hier Gerätschaften und allgemeines Tackle für das Karpfenangeln. Ja, das bauen wir eigentlich im größten Teil, sage ich mal so, mit englischen Firmen aus, natürlich auch mit deutschen Firmen. Unter anderem haben wir da Fox mit dem Programm, Tasker, Schapp. Ja, was gibt's noch? Korda haben wir mit drin. Also eigentlich alles, was der Karpfenangler braucht zum Montagenbasteln und alles drum und dran. Ja, hinzu kommt, dass wir natürlich auch diese Gerätschaften haben, um Fische zu finden. Das heißt Echolote. Echolote vertreiben wir im Bereich Hummingbird. Die haben mittlerweile sehr, sehr gute Technik da auf den Markt gebracht und wer dort Infos haben möchte, kann sich hier gerne informieren. Ja, also das ist natürlich noch lange nicht alles. Wir haben ein riesen Repertoire vom Raubfischangeln her. Ob das jetzt namhafte Firmen sind wie Fox Rage oder Rapala oder Jackson. Hier ist alles zu finden über Gummis, Wobbler, die ganzen Systemangeleien, um halt Köderfischsysteme zu angeln. Auch die Meeresangler kommen hier nicht zu kurz. Wir haben eine riesen Meeresecke mit allen möglichen an Farben und Gewichten von Pilkern her, Fertigsystemen, Ruten, Rollen. Wir decken sogar den Friedfischbereich ab für das moderne Federangeln oder fürs Stippen. Also ich denke mal, dass hier jeder was findet, was er sucht. Und wir arbeiten jeden Tag hart daran, dass unser Programm wächst und dass wir immer mehr abdecken können. Vergessen ist natürlich unser Köderprogramm, was wir selber erstellen. Also unsere hauseigene Marke RS Erwitz deckt die Boilies ab. Die kriegen hier Futter in höchster Qualitätsklasse, Boilie-Dips, Pop-Ups, alles, was zum Karpfenangeln gebraucht wird. Und das in einer komplett eigenen Herstellung. Ja, also wir stellen die Dips her, die Liquide, die Boilies, alles passiert in diesem Haus hier. Wir arbeiten ja auch mit regionalen Firmen zusammen. Ein kleines Beispiel wäre da Michael Bär von der Firma Brindwerk. Der gestaltet unsere Kleidungsrange, ja, unsere ganzen Klamotten, ob das Shirts sind, Jogger oder auch Hoodies, sowie Regenjacken, Fließjacken, Mützen, Caps. Ja. Das ist unglaublich cool, weil wir sind ein bisschen modebewusst, auch gerade unter den Jugendlichen. Und deshalb ja, entwickeln wir ab und zu mal, so wie wir Zeit haben, ein paar neue Klamotten, werfen die auf den Markt und sie werden immer super gut angenommen, oder? Ja, wo findet man uns? Natürlich hier bei uns im Ladengeschäft in Hörlitz. Auf unserer Internetseite auf www.rserwitz.de. Da gibt es natürlich auch einen Online-Shop für diejenigen, die sagen, so weiter weg wohnen, können natürlich das ganze Kleingerät und natürlich Futter auch über den Online-Handel beziehen. Ja, auf Facebook, sage ich mal so, kann man uns folgen und immer wieder was Neues sehen, was aktuelle Fänge betrifft. Ja, und natürlich unser neuer YouTube-Channel. Demnächst einige Videos auf der Umwelt. YouTube-Kanal, ja, das werden wir natürlich ziemlich interessant gestalten. Wir werden euch informieren, wie lief's auf den Messen oder was ist uns bei den letzten Angeltrips passiert. Wir werden euch Tipps geben, wir werden euch mal einen Einblick in unsere Produktion geben. Alles, was für euch interessant sein könnte und was wir euch ja, gerne im Preis geben würden, das werden wir jetzt demnächst unseren YouTube-Kanal freischalten und wir hoffen, dass ihr eine Menge Spaß dabei habt, euch das anzusehen. Ja. Hatten wir ja gerade schon mal. Hast du das alles schon aufgezählt? Ja. Also das dachte ich, habe ich nie mitgekriegt. Naja, jetzt nicht alles, aber. Ich habe gar nicht zugehört, was du gesagt hast. Hörst du mir nie zu? Also. Oh. Sehr schöne Karte. Das ist ja ekelhaft.